Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Bash-Skripten. Heute geht es um Schleifen. Es gibt mehrere Arten von Schleifen hier drin in Bash und wir werden uns die wichtigsten angucken. Das wären For und While. For ist relativ nützlich, wenn man durch irgendwas durchlaufen möchte, zum Beispiel wenn man einen Befehl hat, wie zum Beispiel ls. Ls printet mir alles aus, was in diesem Ordner ist. Wenn ich jetzt hier ls laufen lasse, dann ist hier die Datei, klick mich, ich bin eine Fee drin. Wir erstellen jetzt hier mal noch eine zweite Datei, nennen sie einfach unbenanntes Dokument, dann haben wir wenigstens zwei Dinge hier. Wenn ich jetzt ls ausführe, haben wir hier zwei Elemente drin. So, das Tolle ist, dass ihr tatsächlich da durchloopen könnt. Und loopen bedeutet durchschleifen sozusagen, das heißt, ihr kriegt einen Durchlauf pro Datei in diesem Ordner bzw. pro Element, das dann als Ergebnis von ls zurückkommt. Das ist ziemlich praktisch und kann auch sehr, sehr gut verwendet werden. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach for i. I ist dann unsere Zählvariable. Warum die i heißt, keine Ahnung, die nennt man irgendwie immer i, ich weiß auch nicht. Nach i kommt dann j und dann k und dann steht man auf dem Schlauch, wenn man keine mehr übrig hat. Okay, also for i in Dollar von ls. Und ls ist jetzt das Kommando, das wir tatsächlich eingegeben haben. Also, wir führen quasi ls aus und jedes Ergebnis von ls ist ein Element später. Das heißt, i ist erst das erste Ergebnis von ls und im nächsten Durchlauf dann das zweite. Das heißt, der Code, ups, hier fehlt noch ein du, der Code hier, Code, zwischen du und dann, der wird jetzt für jedes Element i hier einmal ausgeführt. Das heißt, wir haben zuerst das erste Element, was in unserem Fall klick mich, ich bin eine Fee ist, und das zweite Element, was unbenanntes Dokument ist, wird dann im zweiten Durchlauf ausgeführt. Und i ist jeweils genau dieses Element. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach echo, keine Ahnung, zum Beispiel item, und dann sagen wir Dollar i. Achtung, hier unten brauchen wir wieder das Dollar. Hier oben wird die Variable kreiert, hier unten wird sie benutzt. Deswegen hier das Dollar, oben nicht das Dollar. So. Und jetzt sagen wir hier einfach, okay, wir wollen da einmal kurz durchlaufen. Das hier war übrigens ganz normal in der Kommandozeile. Das war irgendwie kein Bash-Skript, das war einfach nur, ja, so quasi drin. Und jetzt führen wir diese Datei mal aus. Und jetzt steht hier, Item, klick mich, ich bin eine Fee. Item, unbenanntes Dokument. Item, Dokument. Das ist jetzt nicht ganz so geil, weil es offensichtlich hier, wo ist denn ls? Weil es offensichtlich unbenanntes und Dokument als zwei Dateien angesehen hat, aber es ist eigentlich nur eine Datei. Und das ist so ein kleines Problem, weil wir hier, weil wir hier Leerzeichen drin haben. So, ich mache hier erstmal kurz wieder ein bisschen Platz. Und was wir stattdessen tun, ist eine While-Schleife benutzen. So, und jetzt hier wird es ein bisschen kompliziert. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz die While-Schleife so besprechen, dass wir sie verstanden haben. Und dann werden wir uns angucken, wie wir dieses Dateienlesen-Beispiel richtig hinkriegen. Okay. Ein While ist im Prinzip genauso wie eine For-Schleife, eine Schleife. Allerdings gehen wir jetzt hier so lange, machen wir irgendwas, bis eine Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Das heißt, wir sagen hier, wir brauchen eine Bedingung. Die sind wir mal wieder in diesen eckigen Klammern. Und hier drin sagen wir jetzt Folgendes. Zum Beispiel, wir sagen $i, wobei wir i noch definieren müssen. Und das machen wir mal hier oben, i gleich 0. So, solange $i kleiner als... So, jetzt nochmal zu den Vergleichsdingern. Da haben wir mehrere Möglichkeiten und die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die braucht ihr wahrscheinlich auch bei ifs relativ häufig, aber vor allem so Sachen wie kleiner, gleich oder sowas werdet ihr hauptsächlich bei Zahlen brauchen. Und da werden wir jetzt ein bisschen was Komisches verwenden. Man kann nicht einfach kleiner oder sowas schreiben, sondern man braucht equals, also eq, mit einem Minus vorne dran, dann brauchen wir not equals, also nicht gleich, greater than, also größer als, greater oder equals, also größer gleich, less than, größer, echt kleiner, less or equals, also kleiner gleich und so weiter und so fort. Das sind eigentlich die, ja, die sinnvollsten, die man hier benutzen kann. Wir werden jetzt hier less than benutzen, also echt kleiner, solange i echt kleiner ist als, sagen wir mal, 10. Solange i echt kleiner ist als 10, wollen wir diese Schleife laufen lassen. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwas machen, damit i irgendwann mal nicht mehr kleiner ist als 10, denn 0 ist ja offensichtlich kleiner als 10. Und wenn wir diese Schleife so laufen lassen würden, dann wird sie unendlich mal durchlaufen, wenn ich hier noch ein Du hinschreibe. Okay, das können wir uns gerne auch mal angucken.
sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben hier einfach haufenweise Item 0, Item 0, Item 0. Das liegt daran, dass wir jetzt hier niemals mit i auf 10 kommen können. Denn es ist ja immer 0 und wir verändern es ja nicht. So, und Variablen verändern ist so eine Sache. Da müssen wir einen Trick benutzen. Wir müssen hier tatsächlich sagen, let. Let und dann eine Variable verändern, also let. Und damit überschreiben wir quasi die Variable. Wenn wir einfach nur sagen würden, $i ist gleich 2 oder sowas oder 10, keine Ahnung, dann würden wir quasi dem Programm sagen, 0 ist gleich 10. Und dann haben wir einen Fehler, weil das ist irgendwie kein Statement. Das macht da einfach gar nicht oder gar keinen Sinn vor allem. Was wir deswegen brauchen, ist irgendwas, was hier dieses $i überschreibt. Und deswegen sagen wir hier let i gleich und dann sagen wir i plus 1. Plus 1. So, und jetzt geben wir i quasi den neuen Wert i plus 1, sprich immer 1 größer. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann kriegen wir hier die Items 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achtet darauf, dass ich hier nirgendwo ein Dollar geschrieben habe. Das braucht man bei einem let nicht. Okay, das ist jetzt quasi die normale while-Syntax. Das heißt, ihr habt hier ein while, dann diese Bedingung, die irgendwann mal nicht erfüllt sein muss, aber am Anfang sollte sie mal erfüllt sein, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Dann wieder Semikolon und ein Do und solange diese Bedingung hier eben erfüllt ist, solange wird diese Schleife ausgeführt. Das ist im Prinzip das grundlegende Konzept von while. Ihr solltet dieses $i vorher definieren, denn wenn ihr hier drin sagt, i ist gleich, dann habt ihr ein Problem, weil dann setzt ihr in jedem Schleifendurchlauf i wieder auf 0 und dann wird es logischerweise auch immer nur maximal 1, wenn wir es hier um 1 vergrößern. Das heißt, diese Bedingung hier oben wird niemals falsch. Da müsst ihr immer drauf achten. Das sind quasi die Quellen, warum sich Programme aufhängen, beziehungsweise nicht wirklich aufhängen, sondern in Endlosschleifen laufen. Okay, jetzt zurück zu unserem Beispiel. Wie kriegen wir dieses komische Programm oder Dateienlesen hin? Was man machen kann, ist folgendes. Wir benutzen jetzt nicht ls, sondern wir benutzen find. Find liefert mir auch Dateien, das macht gar nichts. Und wir benutzen jetzt dieses while auch ein bisschen anders. Und zwar, solange wir eine Datei finden und wir pipen das Ganze jetzt, so wie ihr es gelernt habt, mit diesem komischen, diesem Strich, diesem horizontalen Strich, wenn man Alt GR drückt und dann neben Y die Taste groß, größer oder kleiner und eben dieser Strich, da findet ihr dieses Ding. So, und jetzt sagen wir hier find. Find ist ja ein Befehl, den könnt ihr im Terminal ganz normal benutzen. Find Punkt minus iName. Und dann sagen wir hier drin alle Dateien, also Sternchen. Also jede Datei, die wir finden, die pipen wir jetzt hier hinten rein. Und solange wir diese Datei lesen können, also read, solange wir sie lesen können, File für F, sagen wir, okay, ich möchte jetzt gerne mein F ausgeben und wir brauchen jetzt hier auch kein i erhöhen oder sowas, sondern wir sagen einfach nur, okay, du, also du. So, was wir hier jetzt machen, wir pipen das Ganze in eine While-Schleife rein und mit readf sagen wir, wir lesen das, was hier rauskommt quasi, okay? Das ist ziemlich geil und auch ziemlich platzsparend, wenn ihr mich fragt. Und wenn wir das jetzt durchführen, hier dieses ganze Ding laufen lassen, dann kommt hier Item Punkt. Ihr kennt es wahrscheinlich aus den vorigen Tutorials. Das ist einfach nur wieder in den übergeordneten Ordner zurückgehen, ein Verweis auf den übergeordneten Ordner, dann unbenanntes Dokument. Dieses Item ist jeweils von mir. Und klick mich, ich bin eine Fee. Das ist ziemlich cool und deswegen, ja, haben wir das jetzt so gemacht. So könnt ihr quasi Sachen an eure While-Schleife übergeben. Okay, und wenn ihr keinen leer habt, könnt ihr natürlich auch einfach hier ls benutzen und ja, gut. Also ihr seht, ihr müsst hier wirklich mit Bash alle möglichen Techniken und Kenntnisse, die ihr schon in meinen Videos von der Linux-Serie erworben habt, auch noch einsetzen können in einer Sprache und die dann quasi hier drin so benutzen, dass man auch das gewünschte Ergebnis hat. Ist teilweise ziemlich kompliziert, aber ist auch wirklich cool, wenn es mal funktioniert und dann kann man wirklich sehr viel automatisieren. Gut, in dem Fall hoffe ich, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!